Hallo und herzlich willkommen. In dem Video habe ich einen Vergleich gemacht zwischen meinem Baumarktkompressor, der in einem anderen Video zu sehen ist, und meinem selbstgebauten Kühlschrankkompressor. Vorm Anschauen vom Video könnt ihr auch gerne Tipps abgeben, wie lange welcher Kompressor braucht, bis er abschaltet. Zu den technischen Daten erfahrt ihr am Ende vom Video noch etwas. Den Kühlschrankkompressor habe ich vom Audio um ca. 6 bis 10 Dezibel angehoben, damit man ihn im Video überhaupt hört im Vergleich zum Baumarktkompressor. Bereits jetzt ist deutlich abzusehen, wer wohl das Rennen gewinnen wird. Auch wenn ein Dezibelmeter auf Tablet oder Handy nicht das genaueste Messgerät ist, sieht man doch deutlich den Unterschied und vor allem hört man den Unterschied. Unglaublich. Zwischendurch erfolgte abwechselnd mal die Messung mit einem Infrarotthermometer, wobei der Baumarktkompressor beim Abschalten ca. 50 Grad am Gehäuse am Motor hatte und der Kühlschrankverdichterkompressor hatte am Ende ca. 30 Grad bei beiden Kompressoren. Für Anwendungen mit hohem Luftverbrauch eignet sich der Eigenbaukompressor prinzipiell nicht, da er von der Literleistung ungefähr die Hälfte schafft, wie man am Ende sieht. Die technischen Daten vom Baumarktkompressor findet man sowohl auf dem Typenschild als auch im Internet zahlreich, da die meisten dieser klassischen 24 Liter Kompressoren Bauart ähnlich sind.
Die Kühlschrankverdichter an sich sind nicht dafür gedacht, Druck aufzubauen, sondern werden ja eigentlich dazu verwendet, um einen höheren Druck konstant umzuwälzen. Daher ist die Literleistung bei dieser Art von Verdichtern auch nicht sonderlich hoch. Pro Stück erreicht man ca. 25 Liter pro Minute. Großer Vorteil der Kühlschrankkompressoren ist die geringe Stromaufnahme. Nun hätte es auch der zweite Kandidat geschafft. Dieses etwas zerfledderte Schild stammt von meinem Eigenbaukompressor vorm Umbau. Für Vorschläge und Anregungen lasst gerne einen Kommentar da.